Hallo Freunde, jetzt habe ich den Dieselgenerator ein halbes Jahr. Der wird ab und zu mal angemacht, um quasi hier den Rasen zu mähen auf dem Grundstück oder mal den einen oder anderen Akku zu laden. Also im Großen und Ganzen wird er jetzt nicht oft benutzt. Welche Vor- und Nachteile hat denn so ein Dieselgenerator aus Indien? Also zum einen, sein Dienst verrichtet er wegen so einem Panzer. Ja? Also der läuft und läuft und läuft. Also da hat er überhaupt kein Problem mit. Also auch das Anspringen und so weiter, solange dann eine gute Batterie ist, funktioniert das wunderbar. Nachteile sind, der ist nicht ganz dicht. Man sieht da oben Wassertropfen. Es ist tatsächlich wichtig, dass man den halt abdeckt, wenn es regnet. Sonst kommt ein bisschen Wasser halt auch in den Generator rein. Das ist nicht so schön. Anspringen tut er wunderbar. Also, was noch passiert ist für all die es vielleicht kennen, wenn der Dieseltank irgendwann mal ausläuft, also irgendwann mal leer läuft. Ja? Das ist hier einmal passiert, der Dieseltank ist leer gelaufen, dann hat das ganze System Luft angesaugt und ja, da hat man den Motor quasi nicht mehr zum Anspringen gekriegt. Wie bringt man das denn wieder zum Laufen? Also das ist an sich auch ganz simpel. Wir haben hier vorne so ein Pumpsystem. Ja? Das heißt, man muss da oben die Schraube einmal abschrauben und pumpen, also die Luft quasi rausdrücken. Dann wieder die Schraube draufschrauben, aufmachen, dass er wieder Diesel ansaugt. Das halt so lange machen, bis irgendwann mal die Luft raus ist. Ja, und das war eigentlich das ganze Problem. Also für die, die das nicht kennen, aber da vielleicht irgendwie mit zu tun kriegen, die sollten darauf achten. Ansonsten ist das, wie gesagt, der indische Generator nach einem Jahr sehr robust, läuft, funktioniert wunderbar. Zuverlässig, bringt auch die Leistung, die er verspricht. Also der hier verspricht 3 Kilowatt, die bringt er auch. Wirklich ein sehr gutes Teil. Also für jeden, der sich überlegt, das anzuschaffen, sowas für kleines Geld, kostet jetzt nicht so viel. Als Notstromaggregat für zu Hause oder irgendwas für den Garten. Kann man das nur weiterempfehlen. Also wirklich sehr zuverlässig. Und bringt das, was er verspricht. Nur wie gesagt, nicht ganz dicht. Also man sieht hier, der Endschalldämpfer, der ist quasi an das Dach geschraubt worden. Und also dazwischen ist das Ganze nicht dicht. Und das Wasser fließt dann dadurch. Das ist nicht so schön. Alles klar. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.